Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu Oberösterreichs größten Elektromobilitätsevent. Wir sind da in Stereck, direkt neben Linz. Und wir haben da ja versucht, dass man wirklich diese Vielfalt zeigen kann. Wir haben da von alle Elektroautos über E-Bikes, Stromspeicheranlagen, wir haben sogar einen Elektrohoftraktor, den kann man alles hier probieren und testen. Und natürlich einen City-Express-Zug von der Stadt Linz, den haben wir auch da, weil das natürlich auf Akkubetrieb schon umgebaut, der passt sehr gut zum Thema einfach. Und wie man sieht, es ist ein buntes Treiben einfach. Es ist ein Erleben der Elektromobilität, das ist das Wichtigste einfach. Und ja, also wir können da wirklich heute sagen, es ist ein schöner Tag eigentlich, kann man sagen, wo man alles testen kann. Und das ist mir immer wichtig, man muss das einfach erleben, man muss das drauf sitzen, man muss das fragen können, man muss das fühlen können einfach, wie klasse das eigentlich Elektromobilität ist. Das ist eins der wenigen Elektronutzfahrzeugen. Es ist geschickt, es ist flexibel, es ist multifunktional und für einen Gemeindebetrieb genau das Richtige. Im Idealfall nämlich hat der Kommunalbetrieb eine Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach und ich produziere mir den benötigten Strom vor Ort, regional, da einfach und ich nutze den wirklich auch da vor Ort. Emissionsfrei durch ein Ortsgebiet ja zum Fahren ist ja eins der tollsten Sachen, die es gibt für jeden Bürger innerhalb der Gemeinde. Und daher ist eigentlich so ein Fahrzeug perfekt für einen kommunalen Einsatz für Gemeinde. Ja, das Projekt hat damit begonnen, dass mein Sohn gesagt hat, warum ich mein Elektroauto nicht selber baue. Ich habe gesagt, ich will unbedingt eins haben. Und er hat gesagt, dann baue es selber. Und das war vor einem Jahr. Und seit einem Jahr da wir einfach probieren und wollen eigentlich die Technik erlernen selber. Und haben uns einfach über die Technik schlau gemacht und haben probiert, mit kleinen Fahrzeugen zu beginnen. Das hat begonnen mit einem Elektrovorrad. Dann ist ein Elektromoped dazugekommen. Dann ist ein 12 kW Motor dazugekommen mit dem Frequenzumrichter und jetzt sind wir bei einem 44 kW Motor und mit einer Photovoltaikanlage am Dach oben sollte eigentlich dieser VW-Bus bald elektrisch fahren und vor allem mit der Sonne. Das wollen wir eigentlich erreichen, dass wir keine Steckdosen mehr brauchen, sondern dass wir rein mit der Sonne fahren. Also diesen Traum haben wir. Jetzt weiß ich nicht, was die Sonne jetzt noch auffüllen muss, dass uns das die Energie liefert, aber ein Versuch ist wert und vielleicht tut sie sich batteriemäßig etwas, dass wir da locker dazukommen einmal. Vielleicht in 10 Jahren, aber begonnen haben wir mal. Ja, das Projekt hat angefangen bei einer Weihnachtsfeier. Da ist unser Arbeitskollege draufgekommen, dass bei dem Traktor der Block hin war. Dann hat er einmal hergeführt, dann haben wir es ihn angeschaut und ja, dann ist alles einmal in Arbeit gegangen. Wir haben den alten Motorblock runtergetan, haben geschaut, wie wir einen neuen Elektromotor drauf da können, haben ungefähr einmal ausgerechnet, wie viele Batterien das wir brauchen. Ja, wir haben da einen normalen Drehstrommotor eingebaut mit 5,5 kW, Batterien eingebaut, Bleiakkus, fahren mit insgesamt 326 Volt, also die Batterien sind in Serie geschaltet. Wir haben einen Frequenzumrichter eingebaut, dass wir die Hertz, also die Drehzahl steuern können. Ja, derzeit ist die Höchstgeschwindigkeit zwischen 25 und 30 km/h. Wir können circa um die 4 Stunden fahren, das ist aber noch nicht ganz gewiss. Wir haben es probiert, wir hätten noch länger fahren können, nur irgendwann wüssten wir. Also wir haben da gerade einen Weidemann Hoftrag bei uns. Das ist eine Maschine, die jetzt schon seit 40 Jahren hergestellt wird. Manche Produkte vom Weidemann werden sogar in Österreich hergestellt, zum Beispiel das Fahrerschutzdach und die Kabinen. Und was es seit 5 Jahren gibt, dass es dieses Modell, den Weidemann F60, auch in einer Elektrovariante gibt. Die Maschine gibt es mit 2 Akkupaketen. Die Maschine macht es eben so interessant, weil sagen wir, Kunden, die sehr mit Photovoltaik schon zu tun haben oder Photovoltaikanlagen an ihren Betrieben schon im Einsatz haben, haben sie eben die Möglichkeit, dass sie diesen Strom nutzen, um mit dieser Maschine sämtliche Arbeiten in ihrem Betrieb erledigen können. Zum Beispiel das Ausmisten, das Futterbringen, das Kehren, das Stapeln durch über 100 verschiedene Anbauwerkzeuge, die es für die Maschine gibt, ist eben die Maschine sehr flexibel.
Der Vorteil durch den Elektroantrieb ist ganz klar für den Kunden das, dass er sich keinen Kraftstoff, keinen Diesel kaufen muss, sondern eigentlich selbst durch seine Photovoltaikanlage selbst erzeugt. Ja, der Zusammenhang zwischen der Energie, die wir in der PV-Anlage produzieren, tagsüber, und der Elektromobilität ist ganz leicht erklärt. Man kann natürlich die Energie, die wir tagsüber am Dach produzieren, in der PV-Anlage in einen Speicher, wie zum Beispiel den Mavero von der Firma Kreisel, speichern und diese Energie dann am Abend, wenn man heimkommt, ins Auto übertragen, indem man das Fahrzeug einfach ansteckt zu Hause und dann kann man nächsten Tag wieder mit der Energie zum Beispiel 100 Kilometer weit fahren. Ein Elektroauto braucht auf 100 Kilometer ungefähr 15 Kilowattstunden und diese 15 Kilowattstunden erzeugt man sich optimalerweise eben über die eigene Photovoltaikanlage. Das Ganze hat den Sinn, dass man mit der Energie, die man sich selber erzeugt hat, auch dann mobil wird. Das heißt, man hat eigentlich die Energie, die man sich erzeugt hat, nicht nur im Haushalt verwendet, sondern auch für die Mobilität. Und das macht Sinn und bringt uns einen Schritt weiter gegenüber der jetzigen Mobilität, die ja doch zum Großteil darauf basiert, dass wir Erdöl verbrennen und das Geld für das Erdöl oder die Kosten gehen aus Österreich raus und die Wertschöpfung passiert nicht regional. Und das wollen wir aber eigentlich schon haben, dass wir viel mehr regionale Wertschöpfung in Österreich behalten. Ich bin ganz begeistert von der Momo in Steyrek, weil da sieht man wirklich alle Möglichkeiten vom Go-Kart über elektrischen Kommunalfahrzeugmöglichkeiten mit Kipper, Alternativmöglichkeiten, Elektromobilität aus dem Kofferraum bis zum Elektroauto, ja, bis zum Elektrofeuerwehrauto sogar. Es ist fantastisch, was sich in letzter Zeit entwickelt hat und was wir nur zu erwarten haben. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir damit wirklich die Umwelt künftig entlasten können und nicht wirklich, also zwar umdenken müssen, aber nicht wirklich uns einschränken müssen, ohne die Umwelt extrem zu belasten. Das wird eine ganz tolle Sache.